Ist die gegnerische Streitmacht auch noch so riesengroß, der Gedanke an Rache lässt Heinrich einfach nicht mehr los. Und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kingdom Come Deliverance. Ja, beim letzten Mal hatten wir einen nächtlichen Besucher hier in Thallenberg, ne? Das war niemand Geringeres als der Herr Ratzig, von dem wir ja das Schwert haben, immer noch. Das konnten wir ihm bisher noch nicht zurückgeben. Ich denke mal, wie ich Heinrich kenne, würde er das gerne noch tun, aber momentan haben wir noch kein anderes. Das ist die einzige Waffe, die wir jetzt nicht entbehren können, denn ja, wir müssen das nehmen, was wir kriegen können, auf Deutsch gesagt, um uns hier zur Wehr zu setzen, denn diese mittelalterliche Welt von Kingdom Come Deliverance im Böhmen des 15. Jahrhunderts ist äußerst gefährlich. Ja, und dieser Soldat weiß nicht, wohin er gehen soll. Er könnte doch einfach außen rum gehen und schon ist er wieder beim Wehrgang, aber nein, er will versuchen, dieses Hindernis zu überwinden, was er einfach nicht schafft. Also die KI hat hier dann und wann so ihre Schwächen, also zumindest die Wegfindung. Die KI ist an sich oder soll an sich relativ gut sein. So, okay, jetzt hat erstmal Heinrich das Verlangen, seine Eltern zu beerdigen, was gerade im 15. Jahrhundert eine sehr, sehr große Bedeutung für die Menschen hatte, ihre Hinterbliebenen zu beerdigen, damit sie denn in das Himmelreich Einzug halten konnten. Ne? Zweifelsohne, da kommen die Eltern von Heinrich hin, ne? In den Himmel. Das haben sie auf jeden Fall verdient. Es waren sehr gute Eltern, die ihm gegenüber sehr fair war, obwohl es ihnen nicht immer leicht gemacht hat. Ne? Ja. Hat viel mit seinen Kumpels rumgehangen, Blödsinn gemacht, Streiche veranstaltet. Na, ihr habt es ja gesehen in den ersten Folgen. Kampfplatz. Also hier können wir auch üben, wenn wir denn das Bedürfnis danach verspüren sollten. Denn hier ist auch der... Ist das der Hauptmann? Genau, der Robert. Genau. Ja, der würde wahrscheinlich mit uns kämpfen wollen. Warum nicht? Ich glaube, das können wir ja, immer wieder üben. Bis wir denn die nächste Stufe emporstellen können und unsere Kampfesfertigkeiten weiter verbessern. Denn das tun wir nur, indem wir denn die Fertigkeiten auch verwenden. Ne? Ähnlich wie in Skyrim, ne? Was ich auch schon in den ersten Folgen erwähnte. Wie dieses System hier funktioniert, des Aufsteigens. Dann können wir auch Schlösser knacken und unsere Redekunst können wir auch verbessern, indem wir dann weise Fragen stellen oder weise Antworten. Ja, ist schon wirklich sehr, sehr, sehr cool gemacht, das Spiel. Und sehr, sehr komplex. Na, und vermittelt wirklich den Eindruck, sich in einer mittelalterlichen, mein Gott, Welt zu befinden. Ja, jetzt können wir auch hier wieder in die Burg gehen. Wir haben die Gefahr zum Glück erstmal fürs Erste gebannt, oder Herr Dirwisch, ne, so heißt er, glaube ich, der Burgherr, der uns hier netterweise aufgenommen hat, nachdem wir fliehen mussten. Ja, jetzt muss ich erstmal nach der Uhr sehen, wie viel Zeit wir denn noch haben. Ja, wir haben noch mehr als genug Zeit, natürlich, aber ich, wie gesagt, ich nehme ja mal zwei Folgen am Stück auf und deswegen muss ich zunächst mal wissen, wo ich denn anfange hier. So, okay. Eine optionale Aufgabe besteht nun darin, ein Pferd zu bekommen, aber ich glaube, wir können uns nicht einfach eins nehmen. Wir sollten vielleicht zunächst fragen. Ne? So. Ja, die Dame sitzt da immer noch. Die haben wir doch schon mal behelligt hier, ne? Die wollte nicht mit uns reden. Doch, vielleicht jetzt. Haha. Nachdem wir dann die Gefahr gebannt haben, oder der Herr Dirwisch, besser gesagt. Der Herr Markwart von Aulitz, ne, hieß der, genau. Der ist nämlich unser wahrer Feind. Der hat das veranlasst, dass die Eltern von Heinrich umgebracht werden sollten. Der hat quasi den Befehl gegeben, das Dorf zu überfallen. Weil der Herr Ratzig ist quasi der Hauptmann von König Wenzel. Und damit Sigismund ein Dorn im Auge. Wegen Sigismund Armee gibt es hier irgendwo einen Händler. Ja gut, ich meine, so viel Geld haben wir eh noch nicht. Sigismunds Besuch heute Morgen war besorgniserregend, was? Oh ja, seine Streitmacht ist riesig. Gut, dass Herr Dirwisch so ein guter Redner ist. Die hätten uns wie Ameisen einfach zerquetscht. Jo.
Wo ist denn Gibt es hier jemanden, der mit Waren handelt? Versuch's bei Votava. Er ist so miesepetrig wie Dürr, aber er kann alles besorgen. Hab ihn beim Kornspeicher gesehen. Alles klar, er kann alles besorgen. Also für uns vielleicht auch ein Pferd. Nö, das scheint da nicht zu sein. Ich glaube, wichtige Personen sind hier eigentlich immer markiert, ne? Dorfbewohner, Wächter. Da ist die Küche. Beim Kornspeicher, der wird wahrscheinlich eher sich außerhalb befinden, oder? Ja. Na gut, dann gehen wir mal zum Kornspeicher. Da stand ja auch irgendwas von einem Händler, ne? Ah, hier ist der Burggraben, wollte ich schon sagen. Nur irgendwie ist hier keiner. Na, viele Burgen wurden ja damals auch auf Anhöhen erbaut, ne? Um einen möglichst großen Abwehrwald zu bilden. Weib, das den alten Bock auch nur anschaut. Außer seiner Giftnudel. Das nicht, aber die ist nicht von hier. Aus dem Dorf ist sie nicht. Vielleicht okay, ist das der Händler? Ja, das ist er. Votava. Votava. Reden wir mit Votava. Beste Grüße. Oh Mann, nicht Gott zum Gruß oder so. Ungewöhnlich. Handeln. Können wir handeln? Wenn du Geld hast. Oh. Das ist immer so eine Sache. Dein Ruf. Oh, mittelprächtig. Vermögen des Händlers 10 Goldstücke. Dein Vermögen 1 plus 5. Aha. Okay. Also 6. 6 Goldstücke oder wie? Billiger Wein. Dietriche, boah. Das kostet 18,3. Ach so. Ein Gold und 5 Silberlinge soll das wahrscheinlich heißen, ne? So ist das wahrscheinlich zu verstehen. Nee, na, kann ich mir nicht leisten. Ich kann mir gar nichts leisten. Geschweige denn ein Pferd. Also nichts für Unguthändler. Aber deine Preise. Ja, den sind wir einfach mal noch nicht gewachsen. So. Jetzt gucke ich erstmal ein Journal, was wir überhaupt zu tun haben. Bestatte deine Liebsten, genau. Also die Eltern und Bianca und Katharina wahrscheinlich auch noch. Aber, oh Mann. Ja, ah hier steht nochmal, was passiert ist. Als ich auf den Zinn ankam, gefror mir das Blut in den Adern. Sigismund Streitmacht war in Sicht. Als wir die Horde erblickten, wurde es plötzlich totenstill. Glücklicherweise ist Herr Divisch ein herausragender Redner. Er überzeugte den Herold, dass es sinnlos sei, Teilmerk anzugreifen. Als Sigismund das Zeichen zum Abrücken gab, jubelte ganz Teilmerk vor Freude. Doch ich hatte nur eines im Sinn, nach Skalitz zurückzukehren, um meine Eltern zu bestatten. Der drohende Angriff ist abgewandt, nun muss ich zurück nach Skalitz. Es ist meine Pflicht, meine Eltern zu bestatten. Doch wie stelle ich das an? Mein Herr verbietet mir, Teilmerk zu verlassen. Ach so, macht er das? Ich sollte mit Hauptmann Robert reden, womöglich hilft er mir dabei, die Burg zu verlassen. Ah! Ich sollte mein Pferd nehmen. Bis nach Skalitz ist es weit. Ja. Genau. Na gut, denn. War der nicht hier? Genau. Da war ja beim Kampfplatz, aber zunächst üben wir mal noch ein bisschen, ne? Wie gesagt, das kann nicht schaden. Reden wir mal mit ihm, ob er mit uns üben möchte. Oder vielleicht müssen wir einfach nur reingehen in den. Was? Das Geld, das du im letzten Winter geliehen hast? Wurde auch zu. Oh. Möchte jemand kämpfen? Ich wollte meine Gatte nicht vexieren. Jemand Freiwilliges? Hä? Nee. Jedes Mal eine Riesenscherei. Na gut, reden wir mal mit ihm. Glück und Gesundheit. Jo, Glück auf. Ich muss nach Skalitz. Weshalb griff Sigismund Skalitz an? Na, wahrscheinlich, wie gesagt, ne, aus den bekannten Gründen im Prinzip. Weshalb brannte Sigismund Skalitz nieder und kam dann hierher? So ist der Krieg, Junge. Gewisse Herren wollten die Dinge selbst in die Hand nehmen und jeden beseitigen, der nicht ihrer Meinung ist. Leider ist Herr Ratzig so einer. Und obendrein saß auf einem Berg Silber, der König Wenzels Verbündeten hätte nutzen können. Oh, da kommt ein bisschen Kritik auf.
seitens der Regierung. Was hat Sigismund vor? Was ist in Kuttenberg vorgefallen? Kuttenberg? Nun, ich bin nur ein einfacher Ritter. Aber der Herrgott hat mich mit Ohren betucht. Und so habe ich Dinge von Herrn Divisch und jenen gehört, die vor Sigismunds Raubzug flohen. Waren es viele? Oh ja, aber es waren Söldner aus Kuttenberg, die zu mir kamen, weil ich sie schon von vorher kannte. Verstehe. Das sind alles Ränkespiele des Hochadels. In Prag lehnten sich ein paar Adlige gegen König Wenzel auf. Allesamt reiche Aristokraten, die dem König aus irgendwelchen Gründen übelgesinnt waren. Sigismund hatte zweifelsohne seine Finger im Spiel, zusammen mit seinem und Wenzels Vetter Jobst. Und so konnte er auch den König entführen. Aber weshalb griff Sigismund Kuttenberg an? Was glaubst du denn? Das ist ein wichtiger strategischer Punkt, ja. Würde ich auch sagen. Er fürchtet die aufständischen Herren in Kuttenberg oder so. Wegen der Kornspeicher zum Plündern. Ich denke mal, ein wichtiger strategischer Punkt. Weil die Stadt strategisch gut gelegen ist und starke Befestigungsanlagen hat, wodurch man sie als Basis für weitere Angriffe und zur Kontrolle eines ganzen Gebiets nutzen kann. Keineswegs. König Karl, möge Gott ihm ewigen Ruhm gewähren, machte Prag zu einer fürstlichen Stadt, während König Wenzel Gefallen an Kuttenberg fand. Nach Prag ist es die wichtigste Stadt Böhmens und des Heiligen Römischen Reiches. Wer Kuttenberg Silber beherrscht, ist König. Also war Kuttenberg auf Wenzels Seite, weil er Kuttenberg bevorzugte? Langsam verstehst du es. Als Sigismund Wenzel einsperrte und die Kontrolle über Prag übernahm, begann man in Kuttenberg damit, eine Armee gegen ihn aufzustellen. Mit seinem Angriff auf Kuttenberg schlug Sigismund zwei Fliegen mit einer Klappe. Er besiegte Wenzels mächtigste Verbündete, bevor sie Widerstand leisten konnten, und erlangte gleichzeitig enormen Reichtum. Naja. Also, auf jeden Fall strategisch sinnvoll gewesen als Schachzug, ne? Von ihm. Also, so verkehrt war jetzt unsere Antwort nicht. Ich muss also. Was weißt du über die Kumanen? Genau, das waren ja diese Söldner-Tops da, ne? Die sich aus diesen Nomadenvölkern da zusammensetzen, die mit Ungarn paktieren. Woher kommen diese Kumanen eigentlich? Ich weiß nicht viel über sie, bloß das, was der Kämmerer sagte. Sie kamen wohl aus dem Osten nach Ungarn und ließen sich dort nieder. Es sind gottlose Barbaren und gnadenlose Krieger. Früher waren sich alle einig, dass die ungarischen Könige sie nicht verpflichten sollten, weil sie ehrlos sind. Aber wenn es um Macht und Geld geht, ist Ehre nur noch einen feuchten Dreck wert. Und glaub mir, es geht immer um Macht und Geld. Jupp. Daran hat sich bis heute nichts geändert. Ich muss nach Skalitz. Herr Robert, ich muss nach Skalitz. Was willst du dort, Junge? Sigismund mag abgezogen sein, aber dort wimmelt es sicher von Raubrittern, Briganten, Deserteuren und anderem Gewürm. Außerdem hat dein Herr dir befohlen zu bleiben. Schon. Oh, jetzt müssen wir... Ach nee, diesmal ist es nicht zeitkritisch. Jetzt können wir uns in Ruhe überlegen. Verlass die Burg. Aufgabe begonnen. Ich muss meine Eltern begraben. Genau, lass mich raus, sonst platzt mir der Kragen. Das ist ein ausgewachsener Ritter in dicker Rüstung. Nee, dem sollten wir nicht drohen. An meiner Stelle würdest du dasselbe tun. Herr, meine Eltern liegen dort. Ich kann sie nicht den Hunden überlassen. Was würdest du an meiner Stelle tun? Tut mir leid, Junge. Du wirst warten müssen, bis sich alles beruhigt hat. Vielleicht ändert dein Herr seine Meinung noch. Na toll. Hat nichts gebracht. Jobst von Mieren. Du hast gelernt. Willst du denn wenigstens mit uns kämpfen? Nee, da steht auch noch ein Kampfmeister. Ich denke mal, das ist der wahre Kampfmeister hier. Was ist denn? Ein Dorfbewohner. Wer kämpft denn mit uns hier? Das ist ein Kampfplatz, hallo? Aber vielleicht müssen wir das noch irgendwie... Na, mal gucken. Gott sei mit dir. Ach so. Gut. Kann man sich nicht aussuchen, was? Ein wahres Wort. Hast du Philibald neulich am Markt gesehen? Der sieht aus wie ein Kämpfer, oder? Na, auch nicht wirklich.
Hey, wo ist denn hier der Kämpfer unter euch? Ich möchte doch wenigstens mal. Was? Du willst mich doch mal scheiße. Nur mit wem rede ich jetzt? Soll ich nochmal mit Herrn Divisch reden? Ja. Ja. Ich glaube ja. Ich denke mal, eine andere Möglichkeit haben wir jetzt gar nicht. Als zu versuchen, nochmal mit Herrn Divisch zu reden. Das heißt nochmal, überhaupt mal mit ihm zu sprechen. Wenn wir ihn denn zu Gesicht bekämen. Hier dürfen wir nicht rein, richtig? Nee, dürfen wir nicht. Schloss knacken schwer, also hier, ah, da ist ja eh nichts. Da werden wir den wahrscheinlich auch nicht antreffen. ist er duster hier. Vielleicht treibt er sich hier irgendwo rum. Hier dürfen wir auf jeden Fall reingehen, das ist nett. Also in den meisten Bereichen kommen wir rein, dann dürfen wir uns Zutritt verschaffen. Herr Diebisch, manchmal, ja, er betet gerade wieder mal, mit seiner Frau. Herrin Stephanie. Genau, vielleicht reden wir mit... Wir können auch nur mit Herrin Stephanie reden. Mit ihm selber können wir gar nicht sprechen. Dabei hat er den Befehl erteilt, dass wir hier bleiben sollen. Na, reden wir mal mit ihr hier. Der Herrin Stephanie. Die war ja auch sehr nett eigentlich zu uns. Ist uns wohlgesinnt. Der Herr sei gepriesen. Was beschäftigt dich? Ja... Ach so, ich muss nach... Genau, können wir ja auch sagen. Ich würde dich gerne um etwas bitten, Herren, wenn ich so frei sein darf. Worum geht es denn, Junge? Ich muss die Burg verlassen. Und dein Ehemann zwingt mich, hier zu bleiben. Warum in Gottes Namen würdest du die Burg verlassen wollen? Freiheit und so, ne? Also, ich muss meine Eltern begraben, genau. Meine Eltern liegen in Scarlets im Dreck und sind den Krähen ausgeliefert. Ich kann sie nicht einfach dort lassen. Wie schrecklich. Gott sei ihren Seelen gnädig. Aber ich kann dir nicht helfen. Ich will nicht dein Leben auf dem Gewissen haben. Wenn ich bloß am Torwächter vorbeikäme. Aber das kannst du. Wenn du die Rüstung einer Wache trägst und der Torwächter dein Gesicht nicht erkennen kann, wird er dich ziehen lassen. Guter Einfall. Jo, cool. Das ist die Frage, wo ich die Rüstung herkriege. Ich muss vielleicht ein Bestechungsgeld. Was, wenn sie fragen, wo ich hin will? Na, erstmal fragen wir mal. Und wo bekomme ich solch eine Rüstung? In der Rüstkammer. Und wo ist die? Im Torturm. Aber die Männer schlafen auch an anderen Orten. Und dort müssen dann auch irgendwo Rüstungen sein. Die schlafen eigentlich überall hier, was ich so gesehen habe. Ich muss vielleicht ein Bestechungsgeld zahlen. Das ist mir peinlich, aber man benötigt Geld, um jemanden zu bestechen. Leider habe ich keins. Woher denn auch? Mach dir deshalb keine Gedanken. Das sollte genügen. Cool. Vielen Dank, Herrin. Ich zahle es zurück, versprochen. Auf Heller und Pfennig. Oh, 25 Groschen. Nach Groschen. Nicht Silberlinge sind das. 25 Groschen. Hm, nur nicht viel. Was, wenn sie fragen, wo ich hin will, genau? Sie fragen am Tor bestimmt, wo ich hin will. Du könntest sagen, Herr Robert hätte dich nach Uschitze geschickt, um dort zu fragen, wie es allen geht. Das klingt einleuchtend. Schütze. Wo mal das wieder ist. Gut. Vielen Dank, Herrin. Ich muss jetzt los. Naja, siehste. Sehe ich wie einen Wachmann aus? Nee, momentan nicht. Ach so, da müssen wir sie noch dazu befragen, ja? Ach so, wegen Sigismunds Armee. Herrin, hoffentlich hat dich Sigismunds Ankunft heute Morgen nicht übermäßig beunruhigt. Nun, es war zu erwarten. Und dank Gottes Gnade und meines guten Gatten gab es kein Blutvergießen. Es ist etwas anderes, das mich beunruhigt. Womöglich täusche ich mich, aber ich ahne Böses. Gewiss irrst du, Herrin. Was sollte dich schon Böses ereilen? Ich fürchte, dass etwas Schlimmeres heraufzieht. Und Sigismund nur ein weiteres Omen dieses nahenden Übels ist. Meine Güte. Die waren aber auch optimistisch zu der Zeit, ne? Sie hatten einen Grund dazu, ne? So pessimistisch zu sein. Sehe ich wie ein Wachmann aus? Nee, nicht wirklich. Ja, er stand zwar die ganze Zeit daneben, aber hat das zum Glück nicht mitgehört. Er war so im Gebet vertieft, ne? Nehmen wir es mal an. Jetzt wieder angefangen zu schütten hier.